Heute zeige ich dir 5 Tipps, wie du mit deinem Gimbal richtig umgehen kannst. Ich sehe das immer wieder, dass gerade Anfänger hier sehr viele Schwierigkeiten haben, nachdem sie es geschafft haben, das Gimbal auszubalancieren. Und genau deswegen möchte ich dir hierbei helfen, dass ich dir zeige, wie ich damit umgehe und wie du das für dich nutzen kannst. Viel Spaß! Der erste und wichtigste Tipp, den ich dir wirklich mitgeben möchte, ist es, dass du dein Gimbal richtig ausbalancierst, sodass es auch wirklich keine Probleme macht, die Motoren nicht überbelastet sind oder ähnliches. Es ist ein ziemlicher Basic-Tipp, das verstehe ich, und hier kriegst du auch ein Video, wie man seinen Gimbal richtig ausbalanciert. Aber ich möchte diesen trotzdem mitgeben, weil ich das immer wieder sehe, dass Leute das falsch machen und das ist ein ziemlich fataler Fehler, weil sie dann irgendwie shaky Footage bekommen oder ähnliches. Das, was ich dir vor allem mitgeben möchte, ist meine super Technik, ja, oder beziehungsweise diesen Shortcut, den ich immer wieder nutze. Denn wenn sich zum Beispiel das Gimbal, ja, angenommen, du hast jetzt hier wie ich ein 2470 drauf, du möchtest jetzt das neu ausbalancieren, ich gehe jetzt hier nach vorne auf 70 mm, dann fällt es natürlich hier runter, ja. Und was ich dann mache, ich gehe auf diese erste Achse, ziehe das nach hinten, schau, wo der Sweet Spot ist, der ist genau hier. Dann schalte ich das Gimbal wieder ein und theoretisch ist es zwar ein bisschen gebalanced, aber ich weiß, die Motoren sind noch nicht 100% perfekt. Also nutze ich diesen Shortcut, dass ich praktisch die M-Taste drücke und diesen Trigger hier vorne. Und wenn ich das gleichzeitig gedrückt halte, dann fängt das Gimbal an, sich neu auszukalibrieren. Und danach kannst du direkt wieder loslegen und starten. Und es dauert ungefähr was 10, 15 Sekunden. Sobald es fertig ist, kannst du dann eben weiter loslegen und wieder mit dem Gimbal arbeiten. Das ist essentiell wichtig, wenn ich ein Event filme. Ich glaube, ich mache das 20, 30, 40 Mal am Tag, weil ich ständig entweder ein Objektiv wechsle oder weil ich die Brennweite hier vorne ändere oder ähnliches. Oder manchmal verschiebt sich sogar unten die Platte, sodass es dann auch nicht mehr balanciert ist und dann muss ich es neu auskalibrieren. Und deswegen, dieser Shortcut ist wirklich essentiell notwendig und die richtige Balance im Gimbal noch viel wichtiger. Der nächste Tipp ist der richtige Modi. Es gibt sehr viele Modi in diesem Gimbal. Es gibt den PF-Modus, es gibt FPV-Modus, es gibt den POV-Modus und so weiter. Es gibt einen Custom-Modus, es gibt einen Sport-Modus, es gibt so viele Modi mit diesem Gimbal. Und hier sehe ich, dass sehr viele Anfänger sich vor allem verzetteln. Das heißt, dass sie alles Mögliche machen, ja, dass sie diesen 360-Grad-Shot in ihre Videos einbinden möchten. Und genau das ist aus meiner Sicht ziemlich fatal. Und ich spreche da wirklich gegen sämtliche andere YouTuber, die dir das tatsächlich empfehlen. Was ich dir nur wirklich empfehle, ist erstmal einen Modus zu lernen. Und das ist der sogenannte PF-Modus. Diesen Modus nutze ich wirklich zu 95%, egal welchem Shoot. Das heißt, hier kannst du das Gimbal ja praktisch nicht irgendwie verstellen, als wenn man das Gimbal irgendwie nach vorne beugt oder nach unten beugt, ja, dass die Kamera mitschwenkt oder ähnliches. Das Einzige, was es macht, ist, dass es von links nach rechts mitgeht und alles andere bleibt stabil. Und diesen Modus erstmal zu lernen und zu beherrschen, wird dich sehr weit voranbringen. Also wahrscheinlich kannst du dann schon mehr als 80% der Rest der Leute da draußen. Wenn du nur diesen einen Modus wirklich sehr gut beherrschst, und das ist wirklich das, was ich dir auch empfehle, dass du vor allem diesen PF-Modus richtig erlernst und wirklich damit erstmal umgehen kannst. Was ich dir auch empfehle, ist es tatsächlich, den Joystick nicht zu benutzen. Das heißt, du hast zwar die Möglichkeiten, hier mit dem Joystick noch hin und her zu lenken, ja, dass du praktisch das Gimbal drehen kannst und alles Mögliche. Allerdings empfehle ich dir das nicht. Und nur mal so kurzer Tipp zum Resetten. Zweimal hier vorne drauf drücken, dann ist die Kamera wieder in diesem Standardmodus. Ja. Ich empfehle dir wirklich erst einmal, wenn du irgendwie mit der Bildkomposition was anderes machen musst, dann geh höher, geh runter, geh nach links, geh nach rechts, dreh die Kamera oder was auch immer. Aber verwende nicht den Joystick. Versuch wirklich lieber mit deinem Körper, mit deinem Movement hoch, runter zu gehen, was auch immer, damit du die richtige Bildkomposition bekommst. Der Joystick ist für manche Cases ziemlich geil, da werde ich später noch darauf eingehen, aber ist es aus meiner Sicht erstmal eine fortgeschrittene Strategie, die Leute wirklich nur dann nutzen sollten, wenn sie schon, wie gesagt, den PF-Modus mal wirklich beherrschen. Der dritte Tipp, den ich dir wirklich mitgeben möchte, ist, dass du erlernst, die richtige Bildkomposition zu führen. Ich sehe das immer wieder, dass Leute die falsche Bildkomposition führen, weil sie denken, das Gimbal macht alles für einen. Das stimmt nicht. Das stimmt nur zum Teil. Das Gimbal balanciert zwar ganz gut deine Kamera aus, aber alle anderen Skills, die du noch immer dafür benötigst, ja, dass du die richtige Bildkomposition hast, dass es nicht wackelt, wenn man läuft und so weiter, das musst du trotzdem noch immer erlernen. Und eines der Sachen, die ich, wie gesagt, immer wieder sehe, ist,
dass Leute die falsche Bildkomposition haben, in dem Sinne, dass sie sagen, okay, sie haben oben zu oftmals too much Headspace, ja, oder dass sie den Kopf zu sehr abschneiden. Und das solltest du unbedingt lernen, ja, dass wenn du das merkst, also dass du wirklich darauf achtest in deinem Bildschirm, dass du die richtige Bildkomposition führst, dass du nicht zu viel Nose Room lässt etc., das solltest du unbedingt mit deinem Gimbal üben. Und wie gesagt, hier hilft es dann, mit der Kamera, mit dem Gimbal höher zu gehen, mit dem Körper, was auch immer, links, rechts, mehr da in die Knie gehen oder ähnliches, damit du praktisch die richtige Bildkomposition auch wirklich für dich findest. Und das ist essentiell wichtig, diese drei Tipps alleine, ja, richtige Balance, dass du mit dem PF-Modus umgehen kannst und dass du eine richtige Bildkomposition hast. Allein diese drei Tipps, wenn du diese beherrschst und wirklich korrekt einsetzt, bist du deiner Konkurrenz zu 80% voraus. Ich sehe das immer wieder, dass genau diese drei Sachen, vor allem bei Anfängern, wenn sie ihre ersten Videos filmen, was wie gesagt auch in Ordnung ist, ja, jeder macht Fehler, aber dass genau diese Fehler praktisch vermieden werden können, wenn du eben lernst, mit dem Gimbal richtig umzugehen. Der vierte Tipp ist das richtige Movement. Das heißt, ich sehe Leute, die machen alles Mögliche. Die machen die wildesten Bewegungen mit dem Gimbal, weil sie denken, sie haben einen Gimbal und deswegen müssen sie alles damit machen. Es ist völlig in Ordnung, einfach mal statisch mit dem Gimbal zu arbeiten, wenn die Situation gerade passt. Ich sehe immer wieder Leute, dass sie immer wieder so nach links, rechts gehen, links, rechts oder hoch, runter, weil sie denken, ja, das Gimbal ist ja dazu da, dass man irgendwelche Bewegungen macht. Und das stimmt natürlich auch, aber es ist auch völlig in Ordnung, einfach mal langsame Bewegungen oder gar keine Bewegungen damit durchzuziehen. Und vor allem, worauf ich gehen möchte, ist es praktisch, dass du erlernst, mit korrekten und langsamen Bewegungen zu starten. Das heißt, üb einfach mal langsame Push-In-Shots, dass diese wirklich sitzen. Üb einfach mal langsame von links nach rechts Sliding Shots, ja, dass es so aussieht, als ob du einen Slider benutzen würdest. Was ich dir auch mitgeben möchte, ist, hab immer eine klare Bewegung oder eine klare Kamerafahrt im Kopf, bevor du sie dann auch tatsächlich durchziehst. Was ich, wie gesagt, sehe, ist, dass wirklich Leute dann so diese Slider-Bewegung machen und dann noch sagen, ah, jetzt könnte ich doch den Joystick mitbewegen und dann wird es auf einmal richtig komisch. Dann auf einmal ist die Kamerabewegung, hat doch nicht so funktioniert, wie man gedacht hat, ja. Deswegen mach eine klare Bewegung, üb erstmal wirklich die einfachsten Sachen, wie so langsame Push-In-Shots. Oder dass du auch mal vielleicht in den Low-Modus gehst und dann hier so langsame Push-In-Shots übst. Und das sind eigentlich wirklich Sachen, die man vor allem lernen sollte. Ich weiß, viele YouTuber da draußen sagen dir, ah, du musst den 360-Grad-Modus und du musst super kreativ werden und mach noch die Transition rein und jetzt richtig schnell und dann richtig langsam und was auch immer. Das empfehle ich tatsächlich nicht. Lerne, klare Bewegungen durchzuführen und wirklich hier die Basics zu erlernen. Ja, den normalen Orbit-Shot einfach zum Beispiel mal zu meistern. Oder wie gesagt, den Push-In-Shot oder mal so einen Crane-Shot zu machen. Ja? Einfach nur eine klare Bewegung, dass du mit deinem Körper von hinten nach vorne gehst und das eben ganz langsam und nichts Übertriebenes oder Ähnliches. Ja? Das sind einfach mal klare Bewegungen, die du wirklich für dich üben solltest. Der fünfte und letzte Tipp ist eine gute Technik. Das heißt, du solltest es lernen, das Gimbal schnell zu balancieren. Du solltest es lernen, immer wieder schnell ausrichten zu können. Du solltest es lernen, dass du dein Objektiv wechseln kannst und das eben recht schnell und dann, dass du das schnell wieder ausbalanciert bekommst. Selbst bei einem 24-70 wie hier, wo man theoretisch nur ein einziges Mal ausbalancieren müsste, weil wenn du es einmal richtig auf ungefähr 40 mm ausbalanciert hast, dann kannst du trotzdem auf 24 gehen oder auf 70 gehen oder 50 und das Gimbal wird das schon aushalten. Aber auch hier, wie gesagt, würde die Platte verrutschen oder ähnliches, dass du einfach lernst, okay, ich weiß ganz genau, wie ich mit meinem Gimbal umzugehen habe, dass ich wieder gefixt bekomme. Höre ich und sehe ich immer wieder, dass Leute sagen, ich war dann überfordert mit meinem Gimbal und habe aus der Hand gefilmt. Was du natürlich auch lernen solltest, ist der Ninja Walk. Ja? Der Ninja Walk, ich sehe viele Leute, die laufen halt einfach so und dann wackelt es wie sonst was. Und der Ninja Walk ist halt, dass du wirklich in die Knie gehst und dann langsam läufst und dann diese Bewegungen übst. Aber nicht nur der Ninja Walk ist einfach wichtig, sondern auch, dass du, wie gesagt, einfach so eine Slider-Bewegung von links nach rechts hinbekommst zum Beispiel. Das ist extrem wichtig, dass du solche Sachen machst. Sorry, mit beiden Händen immer anfassen, ja, nicht nur mit einer Hand. Ich bin da ein bisschen fortgeschritten, deswegen kriege ich das hin, aber ich würde euch trotzdem immer empfehlen, mit beiden Händen an dem Gimbal zu arbeiten. Genau, und wenn du diese fünf Tipps für dich befolgst und wirklich einhältst, dann wirst du damit ziemlich gute Videos machen können. Und ja, es gibt noch fortgeschrittenere Strategien. Es geht noch viel weiter, wie gesagt. Aber ich möchte dich nicht überfordern. Ich möchte bewusst dieses Video nur auf diese paar wenigen Dinge beschränken. Weil wenn du diese Sachen kannst, dann wirst du damit schon sehr, sehr gut umgehen können und wirklich gute Videos machen können. Und das Wichtigste von allen ist,
dass du übst. Übung, Übung, Übung. Das ist das Allerwichtigste. Ja, geh raus, üb mit Freunden, geh mal mit einem Pärchen shooten oder was auch immer, dass du einfach weißt, okay, so ist es, wenn ich mich schnell bewege, so ist es, wenn ich mich langsam bewege, so ist es, wenn ich mal so einen Slideshot versuche, ja, so kann ich die Bildkomposition richten. Und wenn du das beherrschst, dann kannst du später mal fortgeschrittene Strategien machen. Ja, ich weiß, man kann hier unten theoretisch einen Monopod dran schreiben, um irgendwie richtig harte Jib-Kamerafahrten zu machen zum Beispiel. Eine Sache, die ich zum Beispiel auch mache, und wie gesagt, das ist für Fortgeschrittene, ist es, dass ich in den Low-Mode gehe, also wirklich am Boden fast schon bin mit der Kamera und dann praktisch die Kamera nach oben richte und dann im Rückwärtslaufen zurückgehe und während ich zurückgehe, gleichzeitig den Joystick nach unten schiebe. Das sind 3, 4 Bewegungen auf einmal, die kannst du nicht als Anfänger direkt können. Und deswegen empfehle ich dir, diese Sachen auch erstmal nicht zu machen, sondern dich wirklich auf die Basics zu beschränken, die ich gerade in diesem Video beschrieben habe. Und wenn du diese kannst, dann darfst du gerne mal diesen Inception-Mode, ja, wo du die Kamera 360 Grad drehst, neu nutzen oder ähnliches. Auch so weitere Add-ons, wie zum Beispiel, ich höre oft immer, ich brauche einen zweiten Monitor oder ich will mir das Raven Eye noch dazu holen und alles. Mach das nicht. Das ist viel zu überfordernd und du versuchst hier wieder auch gewissermaßen deine Kontrolle abzugeben und zu sagen, ja okay, die Maschine soll einfach übernehmen für mich und die Shots für mich machen. Und das wird immer schief gehen. Wenn du es schon selbst nicht kannst, dann wird es eine Maschine, ja, wie das Raven Eye, erst recht nicht für dich lösen können. Üb diese Shots. Übung, Übung, Übung. Mach Push-In-Shots, mach Orbit-Shots, mach Parallax-Shots und dann nimm langsam mal sicher mal den Joystick hinzu. Ja, üb alles erstmal im PF-Modus. Und das sind erst einmal die essentiell wichtigsten Tipps, die du wissen solltest, wie man praktisch mit diesem Gimbal umgeht und wie man damit wirklich gute Kamerafahrten macht. Ich wette, dass es sehr viele Sachen gibt, die ich hier vielleicht noch nicht in diesem Video erwähnt habe, die du aber vielleicht gerne wissen würdest. Schreib diese gerne natürlich auch mal in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht mal ein Part 2 über dieses Video machen und dann schauen, ob noch mehr, wie ich auf noch mehr Fragen von euch eingehen kann, damit wir hier wirklich ja, auch alles klären, wie man richtig mit diesem Gimbal umgeht. Denn ich bin schon Fortgeschrittener, ich kann mich nicht immer an alle Sachen zurückerinnern, die ich dann damals selber hatte, als ich jetzt zum ersten Mal gelernt habe, mit so einem Gimbal umzugehen. Deswegen würde es mich freuen, wenn du da deine Fragen und Bedenken in die Kommentare schreibst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Smash einmal den Like-Button, lass mir gerne ein Abo da. Ja, und wenn du lernen möchtest, wie du als Fotograf oder auch als Videograf ja wirklich auch an Aufträge kommst und das eben konstant, planbar und auch wirklich hochpreisig, sodass du in der Lage bist, 5-stellige Monatsumsätze im Monat zu verdienen, dann melde dich gerne mal auf walterweber.de. Hier schaue ich mir gerne mal deine Situation an in einem kostenlosen Beratungsgespräch und kann dir auch sagen, ob und inwiefern ich dir da helfen kann. Ich freue mich auf dich.